Moin Leute, ich bin's Imsen und zwar habe ich angerufen bei einem Sexshop, habe mich beraten lassen bezüglich Kondome, der hat auch ein paar Sexspielzeuge gehabt, guckt's euch an, viel Spaß damit. Der Wolle. Los. Ja moin, Wolfgang Schubert ist mein Name und zwar habe ich ein Problem. Ich bin gerne auf Partnerbörsen unterwegs, da habe ich eine Südländerin kennengelernt. So, hatte mir der Sex Gummi geplatzt, jetzt hat sie die Kanaken an der Backe, ich auch. So, die haben es eh nicht leicht in Deutschland Fuß zu fassen. Wer nicht akzeptiert von der Gesellschaft etc. pp. Wissen sie alles, brauche ich gar nicht zu sagen. Ja, sind sie noch dran? Hallo? Ja, was wollen sie jetzt von mir? Ja, damit das nicht nochmal passiert, brauche ich irgendwie ein Kondom, was ein bisschen reißfest ist. Eine Garantie. Weil ich habe da null Interesse, irgendwie Vater zu werden von so einem scheiß Säugetier. Brauche ich nicht. Ich bin eher der Karrieretyp. Ja, so 100%ige Garantie haben sie nie. Ja. In Deutschland ist es so, dass Kondome Medizinprodukte sind und strenge Tests durchlaufen. Das heißt, eigentlich ist jedes Kondom sicher. Es gibt da keins, was sicherer ist als ein anderes. Mhm. Wichtig wäre, dass sie sich an die Anleitung halten, wenn sie das Kondom überziehen. Die Anleitung interessiert den Toten. Ich find's geil, wenn die Frau Kondom ins Maul nimmt und so über meinen Penis zieht. Finde ich geil. Herr Schubert, ich kann natürlich verstehen, dass es für Sie spannender ist, sich das Kondom im Mund überziehen zu lassen, aber... wichtig ist zum Beispiel, dass man den Zipfel festhält beim Kondom mit zwei Fingern beim Überziehen, damit die Luft raus ist. Sonst kann es beim Samenerguss zum Druck kommen und das Kondom reißt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das mit Mord gewährleistet werden soll. Da bin ich ja froh, dass ich einen richtigen Fachmann an der Leitung habe. Können Sie mir echt ein geiles Kondom empfehlen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Kondom gibt, das die Sicherheit gewährleistet, wenn Sie es mit Mund aufziehen lassen. Ja, das ist angekommen, aber irgendwie war es, damit die Frau richtig abgeht. Ja, da bräuchten wir die Masse des Gliedes. Ja, also ich sag mal so, auf dem behinderten Parkplatz darf ich parken. Ja? Was hat das mit dem Parkplatz zu tun? Ja, drei Beine, großer Penis. Ist klar, Riesenpenis haben sie alle in Deutschland. Nee, jetzt mal wirklich, also das ist schon ein Apparat. Also 51 mm breit, 18 cm lang. Also wenn ich den auspacke, machen Frauen große Augen wie eine Anime-Figur. Ne? Ich guck mal im System. Moment mal. Ah ja, ich habe eine Flatrate, alles gut, euer Thema. Zahle ja 40 an die Telekom jeden Monat. Also, wir hätten die Tornados von ESP. Ja, Tornado, nicht, dass das Kondom mein Penis wegbläst. Der soll ja am Abend von jemand anderes weggeblasen werden, ne? Ich will da nicht so ins Detail. Ja, die heißen so, weil die am Kopfende eine Spiralform haben. Und das aber nur am Kopfende und am Rest des Kondoms befinden sich Rippen. Diese Rippen sorgen für eine Extra-Reibung und stimulieren die Klitoris. Kommt die Frau dadurch schneller? Ist das irgendwas, was du selber benutzt oder willst du mir jetzt irgendeinen Schnack andrehen? Ja, so habe ich früher auch mal ab und zu verwendet. Also haben sie auch einen großen Penis, wenn die Tornados ins Spiel kommen, sag ich mal, ne? lassen wir das mal aus dem Ohr, Schubert. Nee, sie sagen ab und zu, was verwenden sie denn sonst so? Sie sind ja eine Quelle. Ja, also man muss ja nicht immer den Penis verwenden, ne? Ja. Man hat ja auch einen Finger und... ich habe eine Zunge. Ich benutze auch gerne mal die Zunge. Finden die auch toll. Aber was ich Ihnen empfehlen könnte, ist ein Paket mit zwei Fingern überziehen. Das Paket kostet 12 Euro. Da sind zwei Stück drin. Einer hat Rillen und einer hat Noppen. Und die sind anal und vaginal verwendet worden. Auch gleichzeitig? Machen wir schon mal auch irgendwie ein paar Versionen, oder? Könnte man die auch machen. Könnten auch gleichzeitig machen, Herr Schubert. Ja, ich muss jetzt auch auflegen, ich habe es ein bisschen eilig. Ich bedanke mich für die sehr ausführliche Beratung hier und nächstes Mal, wenn ich da eine Südländerin knalle, lese ich mir die Anleitung durch, weil ich habe keinen Bock, nochmal so einen Kanaken an der Backe zu haben. Ne? Ich wünsche Ihnen noch schöne Weihnachtstage und haben Sie Spaß. Ja, ciao. Tschüss. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass es so lange gedauert wegen dem Telefonstreich. Ich habe bei mehreren Leuten angerufen, aber ich fand die persönlich nicht so gut und ich will euch nicht irgendwie so einen Scheiß hochladen auf Druck. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, wo ich als nächstes anrufen soll mit drei Begriffen, die nichts miteinander zu tun haben. Und